Wunderbar. Ja, dann verteile ich jetzt mal die Masken. Darfst dir einfach eine nehmen und dann probierst du sie doch schon mal an. Augenmasken für das bevorstehende Blind Date. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Männer und die Frauen, die sich hier gleich begegnen werden, sollen sich nicht sehen, sondern durch Riechen, Tasten und Spüren näher kommen. Und passt sie? Geht ab. Mhm. Gut, wunderbar. Ja, dann sind wir bereit. Dann warten wir jetzt noch auf die Frauen und dann geht's los. Willkommen bei «Reporter Spezial». In dieser Sendung geht es um die Lebensmitte und um die Frage, die irgendwann auftaucht. Kommt da noch etwas? Oder kommt da noch jemand? Weil die Phase zwischen 40 und 55, das ist für viele Beziehungen ein Prüfstein. Es gibt die, die treffen wir in dieser Sendung, die sich durchbeissen, die einfach weitermachen. Und dann gibt es andere, die plötzlich offen sind für Neues. Und die treffe ich hier rein. Da haben sich die Männer schon parat gemacht und die Frauen sind noch im anderen Räumchen. Beim Sensual Speed Dating, da wollen sich Männer und Frauen mit allen Sinnen kennenlernen. Also, wir sind schon parat. Hey, jetzt geht's dann aber los. Sind ihr nervös? Ja, ja, schon gut. Eine der Teilnehmerinnen ist Petra. Frisch verliebt ist sie neuen Bekanntschaften dennoch nicht abgeneigt. Yay, ready. Ready. Monika ist sogar in Begleitung ihres Mannes zum Daten gekommen. Okay. Bei jeder Begegnung fragen wir, hat dir die Person gefallen? Also hat dir die Begegnung gefallen, dann streckst du einmal auf. Oder? Wenn es dir nicht gefallen hat, streckst du nicht auf. Und wenn es dir auch fest gefallen hat und du dich wirklich willst an die Person erinnern, das darfst du in dem Fall nicht zu viel machen, dann kannst du einen super Like machen, dann streckst du beide Hände auf. Das ist so die Idee. Also nicht zu viel einsetzen, ja nicht, weil sonst kannst du es nicht mehr nachvollziehen nachher. Ich bin so aufgeregt, obwohl ich gar nicht was mache. Weil es ist so eine, also für mich wäre es glaube ich, eine seltsame Vorstellung, weißt, dass ich Menschen, die ich nicht kenne, dass die mich anlangen. Wie ist das? Das finde ich gerade mega reizvoll. Also über den Sinn, jemanden völlig Fremdes kennenzulernen und dann einfach spüren, wie sich das anfühlt. Wo kann man das schon? Also das kann man da und das finde ich sehr, sehr reizvoll. Aha. Warum geht ihr nicht einfach irgendwie auf Tinder und schaut, wer mit euch matcht? Ganz ehrlich, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe, mit anderen Dating-Sachen. Ich habe davon gehört, von dem Sensual Speed Dating und dachte, das ist mein Ding, das finde ich cool. Und alles andere war ich immer so, oh nee, das will ich lieber nicht ausprobieren. Da habe ich zu viel Stress. Gerade mit der Optik und so zu sagen, hey, ich gucke mir Leute an und dann wische ich die weg oder werde weggewischt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich spiele dir voll die Klaviatur. Also ich bin auf Tinder, ich bin in einer Partnerschaft und ich bin einfach gespannt, was es halt für neue Wege gibt, Leute zu erfahren und zu treffen. Weil um das geht es mir grundsätzlich. Ich tue einfach gerne mit Leuten connecten. Und das ist einfach eine neue Ebene. Ja. Dann könnt ihr jetzt die Maske anlegen. Und dann gehen wir noch rüber. Ist gut? Ja. Okay. Dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen anfreunden mit der Maske. Yay. Ja. Aufpassen, da geht es jetzt über die Yogamatte. Genau. Du hast jetzt vis-à-vis ein Mensch. Genau. Du kannst noch einen Moment warten. Dann darfst du langsam die Hände vor dir ausstrecken und in die Verbindung reingehen. Und miteinander ankommen erstmal. Erstmal die Hände einfach halten und reinspüren, wie sich das anfühlt, diese Hände. Setz deinen Tastsinn und deinen Geruchssinn ein, um herauszufinden, wie dir diese Frau gefällt. Wen kann ich gut riechen? Wer fühlt sich richtig gut an? Mit wem matcht es? Das Gegenüber mit allen Sinnen erfahren, darum geht es am Sensual Speed Dating. Es gibt Anlässe für Singles, aber auch für Paare. Für Hetero-, Homo- oder Bisexuelle. Für Monogam- oder Polyamor-Lebende, wie die Teilnehmenden an diesem Event hier. Petra,
Die zweifache Mutter führt Liebesbeziehungen mit mehreren Männern gleichzeitig. Einer von Petras Partnern ist Armin. Nebst dem Armin, wie viele Partner hast du noch? Als fester Partner, das sehen wir dann nachher noch, ist der Bernhard. Und dann noch zwei weitere, die will ich namentlich nicht nennen. Und was sind die, wenn der Bernhard und der Armin feste Partner sind? Was sind die zwei weiteren? Es ist mehr so wie so Eckpfeiler, wo wir so ein bisschen nicht die Tiefe geben wie der Bernhard und der Armin, sondern einfach so ein bisschen die Leichtigkeit, dann noch so ein bisschen, ja, eine Offenheit auch. Wie viel sind ihr jetzt im System? Zeitmässig? Nein, wie viele Leute? Wie viele Leute beinhaltet die Beziehung von euch? Das müsste ich jetzt nachzählen. 3 und 3, oder? Das sind 6. 3 und 3, etwa, ja. Ja, etwa 6. Ja. Wobei die einen dann auch wieder andere haben. Wieder. Eben, das ist ja so ein Schneeballsystem, oder? Ja, es gibt so Flöckchen. Ein Flöckchen, ja. Genau. Das sagen dann Polyküle, das sind einfach verschiedene Verbindungen. Petra ist so meine Partnerin, die ich am meisten Zeit damit verbringe. Prio 1 momentan. Mhm. Und die anderen sehe ich weniger, weil ich einfach nicht die Kapazität habe, rein von der Zeit her, alle gleichmäßig zu sehen. Wie du deine Polyamorie leben kannst, auch wenn du noch in einer monogamen Beziehung lebst. Das ist so, weißt, der Haupttitel. Ja. Es geht wirklich um Polyamorie. Mhm. Wie wir in 7 Schritten unsere Beziehungen in Achtsamkeit geöffnet haben. Das können wir schon, oder? Die 7 Schritte haben wir ja drin. Haben wir sie drin? Das weiß ich aber nicht mehr. Muss ich mal nachschauen. Ja. Doch, da, siehst du? Ja. Und vor allem die Bilder müssen wir noch ändern. Das ist klar. Ich glaube, man muss zuerst noch ein paar so Polymorbilder auftreiben. Das ist schwierig. Nein, ich würde halt gerade von uns. Es hat viel mehr Kraft, weißt du? Genau. Petra und Armin bei der Gestaltung ihrer neuen Homepage. Sie bieten Coachings an. Für Menschen, die ihre Beziehung öffnen und neu Polyamor leben wollen. Wann hast du gespürt, dass Poly für dich das richtige Beziehungsmodell ist? Ich habe das schon. Da habe ich nur noch nicht gewusst, dass es das ist. Ich habe einfach das gelebt. Das heisst? Ich habe es einfach nicht betiteln können, weil ich es nicht gewusst habe, was es einen Namen gibt überhaupt. Das habe ich schon früh angefangen, also mit 20, 21 dort rum, bis ich dann in die Ehe getreten bin und mich dann in eine Monogamie-Situation begeben habe. Und dann wieder gemerkt habe, ey, es geht nicht, ich lebe nicht mein Leben. Und das ist so ganz tief dann plötzlich unten rausgekommen. So. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich einfach. Jetzt gibt es kein anderes. Auch wenn viele, sicher habe ich auch viele verletzt mit dem. Das tut mir sehr, sehr leid. Also die Familie, der Ex-Partner, ja, Kind, genau, oder genau, das meinst du damit? Ja. Und dann bist du den anderen Weg gegangen. Was hat das geheissen? Ja, also ziemliche Selbstwertaufpolierung. Also ich bin dann ausgezogen mit dem Kind und habe dann wirklich an mir arbeiten. Ja, ja. Ja, weil für den Partner wäre es nicht in Frage gekommen, dass ihr anders lebt. Nein. Das wir haben es probiert. Wir haben es herausgefunden, wir haben auch ausprobiert, weißt, mit Therapien etc. Also es ist nicht gegangen. Nein. Er will seinen Weg in der Monogamie, das ist ganz klar, auch mit der neuen Partnerin, das ist eine sehr schöne Beziehung mit diesen zwei. Und ich gehe jetzt meinen Weg, ja. Nach 12-jähriger Ehe hat sich Petra von ihrem Mann getrennt und lebt nun offiziell Polyamor. Mit Armin ist sie seit gut einem Jahr zusammen. Ihr habt schon eine Form von Verbindlichkeit auch. Genau. Ja. Gibt es Regeln zwischen euch? Was haben wir für Regeln? Also, ja, die richtig wichtigen Regeln haben wir in der Sexualität, dass man sicher selber Sex
praktizieren. Das ist ganz wichtig. Mit anderen. Ja. Und Offenheit. Also, Offenheit, ist, Kommunikation, mitteilen. Genau. Ja. Das ist so eine Regel, aber die haben wir nie aufgestellt. Das ist ja, klar. Das ist so eine gemeinsame Basis, weil Polyamorie kann nur funktionieren auf Vertrauen und auf Wissensaustausch. Weil erst wenn ich alles von ihr weiss, kann ich auch für mich selber entscheiden, will ich das oder will ich es nicht. Ja. Und wenn sie mir Zeug vorenthalten würde, dann kann ich mich nicht entscheiden, will ich das oder nicht, sondern ich weiss das gar nicht. Aber wenn sie jetzt jemanden kennenlernen will, müsste sie zuerst dir anrufen? Nein, muss sie nicht. Um zu fragen, darf ich jetzt das nicht? Ja. Nein, das geht auch im Nachhinein, aber einfach nicht... Nicht ein halbes Jahr später, oder? Zu sagen, du, ich habe im Fall ein halbes Jahr lange Beziehung geführt mit jemandem, finde ich, das ist ja komisch. Nein, das merkst du ja. Also, ich würde es merken, klar. Aber wenn wir es nächstes Mal sehen, dann du, ich habe einen getroffen. Ja. Oder, also ich mache es meistens gerade am Morgen danach. Ich erlebe einfach, dass im Moment wahnsinnig viel Sehnsucht und Träume auf die Polyamorie gelegt werden und auf die offene Beziehung. Und das Schwierige am Ganzen, denke ich, ist wirklich der Aufwand, wenn man es vielleicht unter dem Wort subsumieren kann. Aber man muss noch mehr leisten. Man ist auch mit neuen Erlebnissen und neuen Herausforderungen konfrontiert, die man einfach in der monogamen Beziehung nicht kennt. Es geht auch ums Verteilen von Paarzeit, von Paarereignissen. Das kann etwas banal sein. Ja, mit wem verbringe ich denn meinen Geburtstag? Also, oder einfach, wer hat, wenn es Herd auf Herd kommt, irgendwie das Vetorecht oder das Vorrecht? Das klingt jetzt alles so ein bisschen unromantisch logistisch, aber polyamore Paar kennen die Diskussionen. Petra und Armin sind mit Bernhard verabredet. Petras zweiten festen Partner. Petra und Bernhard haben sich erst kürzlich ineinander verliebt. Was ist jetzt wichtig beim dritten Aufeinandertreffen? Oi. Ja, dass die Verbindung stattfindet. Also nicht nur zwischen Bernhard und mir, das ist natürlich eine ganz enge Verbindung, sondern auch zwischen Armin und Bernhard. Also wir zu dritt, das sind wirklich das Zusammenkitten, so wieder stattfindet. Sich niemand auch übergangen fühlt. Zuerst einmal, jetzt zwei. Wie ist jetzt das gerade so dazwischen? Stehst du ja jetzt auch so dazwischen? In der Mitte, genau. Ja, in der Mitte. Also ich sehe mich nicht, ich sehe mich eher als Verbindungsglied. Also es verbindet alles miteinander. Und wenn's, also bei uns ist das Slogan ist so, wenn es nicht passt, dann muss etwas sagen. Also wenn irgendetwas aufkommt, dann einfach sagen und darüber reden. Und dann können wir auch miteinander sein. Sonst ist es geht's nicht. Ja. Es geht kein Zusammenleben. Oder? Ich war jetzt Wochenende am Tanzen. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, bin ich von dem noch so voll in der Energie? Oder auch einfach, bin ich auch jetzt gesehen? Komm jetzt, du bist doch so verliebt. Ja. Ich spüre die Leichtigkeit, die wirklich so zwischen uns ist. Kannst du das sitzen? Mhm. Was gibt dir der Armin, wo der Bernhard dir nicht gibt und umgekehrt? Das ist eine gute Frage, wirklich. Ja. Wirklich. Du hast mal gesagt, ich rede weniger als der Bernhard. Ist das jetzt gut oder nicht? Nein, einfach als Unterschied. Ja. Als Unterschied, genau. Ja. Also Bernhard gibt mir so die Lebendigkeit, Lockerheit, so dass da sind wir noch so voll in der Verliebtheit drin, so. Und bei dir ist natürlich schon das mit dem Business, das sind wir jetzt schon auf einem Ross, wo wir so miteinander den Gaul heben, oder? Und Schmetterling also schon weg? Nicht ganz. Nein, das nicht. Nein, gar nicht. Nein, wir haben schon auch die wunderschönen erotischen und sinnlichen Austausch und eine wunderbare Sexualität. Ja, wo ich
ja, und ich jedem wünsche. Wo wir, was bei uns gefunkt hat, oder wo wir uns geküsst haben, genau, haben wir nicht gewusst, was daraus entsteht. Also es ist dann auch so ein achtsames Weitergehen, einfach den Weg entstehen lassen und Andrea mit einbeziehen und mit dir noch schauen. Ja. Und das einfach, dass das darf entstehen. Alles. Gib her. Wie ist das für dich, Armin? Dass der Bernhard jetzt noch dazugekommen ist? Das ist nicht dazugekommen. Es ist so wie es gehört zu der Petra. Es ist vorher schon, hat es Männer gehabt, gewusst, du bist nicht allein. Und die sind zum Teil dann auch wieder gegangen. Und oder gegangen worden. Oder gegangen worden. Hat einfach nicht gestimmt mehr. Ja, es muss wirklich stimmen für mich. Genau. Ja, dann könnt ihr euch jetzt auch wieder an den Händen fassen, eine Hand oder zwei Hände. Zurück beim Sensual Speed Dating. Stilles Tschüss sagen für den Moment. Ihr werdet euch ja wieder begegnen in den nächsten Runden. Und dann könnt ihr abstimmen und uns ein Zeichen geben, ob dir die Begegnung gefallen hat. Und nochmals als kleine Erinnerung, Super Likes machen in dieser Runde meist am meisten Sinn, weil da so viele Sachen zusammenkommen. Per Handzeichen geben die Teilnehmenden an, wie ihnen die Begegnung gefallen hat. Die Organisatorinnen halten die Ergebnisse nach jeder Runde fest. Aufgrund ihrer eigenen enttäuschenden Erfahrungen mit den gängigen Dating-Plattformen und Events wollen die beiden Frauen mit ihren Anlässen ein Gegenprogramm zu Tinder und Co. bieten. Gut, liebe Männer, dann dürft ihr euch wieder an den Händen fassen. Und rotiert eine Matte nach rechts. Wie ist es bei euch? Was lebt ihr für Beziehungen? Also ich lebe eine monogame Beziehung jetzt. Und falls wir mal das Bedürfnis haben auf andere Leute, dann müssen wir darüber reden. Wir reden dann, wenn es aktuell ist. Wir wollen einfach ehrlich sein zueinander. Ja. Und ihr habt sozusagen die Offenheit, dass wenn andere Bedürfnisse aufkommen, dass das auch angesprochen werden darf. Ja, eben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Genau. Oder? Ja. Ich glaube, das ist für viele Leute mega Hemmschwelle, wenn sie merken, hey, eigentlich hätte ich Lust auf andere, aber ich habe Angst, das anzusprechen, weil vielleicht läuft der andere gerade davon. Und ich glaube, das ist ja die schönste Voraussetzung, wenn die Offenheit da ist. Du lebst eine offene Beziehung? Ja, genau. Ich habe auch monogam gestartet und mein Freund ist dann ein Jahr weggegangen, go reisen und go studieren. Und dann ist das wie so ein bisschen einfacher gewesen, zu sagen, okay, wenn du jetzt eh schon weg bist, probieren wir es mal. Wir haben dann aber auch nachher gemerkt, als er wieder dann heimgekommen ist, dass es sich eigentlich stimmig anfühlt, das weiter so zu leben. Und dass wir die Freiheit, die wir gewonnen haben, jetzt nicht einfach wieder aufgeben wollen. Und schauen einfach vorzu, wie es weitergeht. Lass all die letzten Begegnungen los und mach dich nochmals frisch für die neue Person, die vor dir steht, mit der du jetzt das erste Mal in Kontakt treten wirst. Offene Beziehung leben oder Polyamorie. Vielleicht ist der Mensch wirklich nicht gemacht für die Monogamie. Und das wäre eigentlich die Antwort auf unsere hohe Scheidungsrate. Auf das Thema kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber zuerst wollen wir wissen, wie es ist, wenn eine langjährige Beziehung auseinanderbricht und wenn man plötzlich in der Mitte des Lebens wieder allein dasteht. Es waren 30 Jahre. Was hat jetzt der Ring für eine Bedeutung? Nur für Sie? Im Moment sind es einfach nur die Erinnerungen. Die Erinnerungen an gute Zeiten. Schlechte Zeiten, das ist ein Lebensabschnitt. Tja, aber jetzt ist es vorbei. Aber ist gleich noch da? Im Moment ist er noch da. Das braucht wahrscheinlich noch einen Schritt mehr. Aber ich glaube, ich bin langsam so weit. Ja. Ja. Und dann kommt er wo hin? Das ist eine gute Frage. Entweder ist er gar nicht mehr.
Das wäre wahrscheinlich das Beste. Muss man machen. Sonst kann ich persönlich nicht abschließen. Ich habe das also ein bisschen wie eine Beerdigung angeschaut. Das ist wie, jemand würde sterben, ist es einfach wie fertig, definitiv abgeschlossen. Entscheidung? Ja. Ja, für mich war es ein Gefühl, wie ein Teil loszulassen von einem selber. Von einer eine Lebensgeschichte. Ich glaube, es ist so ein richtiger Cocktail von Gefühlen. Auch Wut, Versagen. Auch zu realisieren, man hat den Menschen so ganz anders gesehen und wie es jetzt ist. Drei Menschen, drei unabhängige Scheidungsfälle, die nichts miteinander zu tun haben. Rolf wurde nach 30-jähriger Beziehung von seiner Frau verlassen. Auch die erwachsenen Söhne sind unterdessen ausgezogen. Eine Zäsur. Mitten im Leben fühlt sich Rolf zurückgelassen. Allein. Dann haben Sie die Fotoalben im Estrich in diesem Fall. Die habe ich auch weggetan, richtig. Ja. Natürlich aus der näheren Umgebung weggetan. Ja. Haben Sie das zwischenzeitlich noch mal je angeschaut? Ja, das habe ich schon mehrfach angeschaut, ja, ganz klar. Ja. Ja. Aber ist klar, ist auch da löst es wieder Traurigkeit aus. Aber es zeigt irgendwo auch noch eine Unbeschwertheit von früher. Mhm. Und das ist das, was wahrscheinlich ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. So wie es wahrscheinlich ganz viele Autoren gemacht haben. Doris fällt beim Schauen ihres Hochzeitsvideos auf, wie unbekümmert glücklich, ja fast schon naiv sie als junge Frau ins Eheleben ging. Voller Hoffnung. Das war wirklich eine Liebeshochzeit, aber das Leben verändert einen, die Liebe verändert sich. Wie hat sich denn eure Liebe verändert? Es ist sicher mehr Alltag geworden. Es ist sicher wie so ein Ziel erreicht. Hochzeit ist gewesen und jetzt, wo kommen die neuen Ziele? Und dann irgendwann Familie und das hat einem auch keiner vorher gesagt, was für eine Herausforderung es ist und was für ein Spagat es ist, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Das habe ich mir auch x-mal überlegt. Oder? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich nicht dazu beigetragen, dass es nicht geklappt hat? Aber man ist so im Alltagstrott rein. Man kommt heim vom Arbeiten, man ist müde, dann haben die Kinder wieder ein Anliegen und am Schluss die Partnerschaft bleibt auf der Strecke. Man müsste, ich weiß nicht, man könnte das Rad zurückdrüllen, man müsste irgendwo Zeitfenster einbauen, wo man müsste sagen, so, jetzt sind wir wichtig. Aber im Nachhinein ist immer alles ringer. Noch ein Wichsel, ein guter Glut haben da. Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Die durchschnittliche Ehedauer liegt bei 15 Jahren. Beziehungskiller Nummer 1, das zeigen Studien, ist der Alltagsstress. Die Muße für gemeinsame Augenblicke bleibt in Langzeitbeziehungen häufig auf der Strecke. Es wird zu wenig gute Zeit miteinander verbracht. Oder vielleicht die Zeit, die man miteinander verbringt, die ist überhaupt nicht mehr inspirierend. Also ich meine, Netflix und Serien-Binge-Watching in Ehre. Wenn das alles ist, was man als Paar noch macht, das kann man also genauso gut alleine machen oder mit einem Kollegen. Und man verpasst dabei einfach so, hey, ich habe mich verändert, vielleicht hat sich mein Gegenüber ja auch verändert, aber wenn ich müsste zulassen und dann würde ich das Risiko angehen, hey, vielleicht ist die nicht mehr zufrieden mit mir oder er nicht mehr zufrieden mit mir, dann müsste ich vielleicht etwas unternehmen. Also bleibe ich lieber still und dann bin ich genau wieder auf dieser Bequemlichkeit des Unbekannten.
Auch Tobias ließ sich vor kurzem von seiner Frau scheiden, was ihm schwerfiel. Gerade auch der beiden Kinder wegen, auch wenn diese bereits Teenager sind. Ja, man hat natürlich schon Selbstvorwürfe durch das, weil sie sich das gewohnt sind. Oder? Wenn der Papi eigentlich immer im gleichen Haus lebt und kannst nur rufen und ja, das ist natürlich schon anders. 25 Jahre waren Tobias und seine Ex-Frau ein Paar. Schöne Zeiten, wie er sagt. Doch gegen Ende schlich sich, immer stärker werdend, der Wunsch ein, im Leben noch einmal neu anzufangen. Haben Sie dann ab dem Punkt Ihre Frau nicht mehr geliebt? Nein, das nicht, aber auf eine andere Art. Und ich schätze sie nach wie vor als guter Freund und Partner und Mutter von unseren gemeinsamen Kindern. Das ist etwas, was nach wie vor für mich selber wichtig ist. Ja. Aber die romantische Liebe war es nicht mehr. Nein. Ist das der Grund gewesen? Ja. Die Beziehung in der Lebensmitte, die nach einigen Jahren auseinandergeht, da gibt es fast nicht, dass Paare nicht auch sagen, mal Sexualität oder der Zustand der Sexualität, müsste man sagen, hat bei uns nicht auch eine Rolle gespielt. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass Kräfte in der Beziehung am Wirken sind. Zum Beispiel, dass die ganze Suche nach Vertrautheit, nach Entspannung, nach Komfort, nach Nähe, das sind zum Beispiel Gegenspieler von Sexualität. Aber die Leidenschaft, die viele Leute vermissen in der Sexualität ab einem gewissen Punkt, das sind das, was wir suchen auf der einen Seite in der Beziehung, nämlich beste Freunde sein, Vertraute sein, für alles füreinander da, also eigentlich sehr schöne Beziehungswerte, das sind nicht unbedingt wahnsinnig attraktive, feurige Sachen, wenn es jetzt um den nächsten heißen Sexualpartner geht. Und wir tun da zum Teil auch zu unserem eigenen Unglück beitragen. Also es ist nicht nur die böse Abnutzung, sondern halt auch eine Wohligkeit und eine Bequemlichkeit, die wir vielleicht manchmal ein bisschen übertreiben oder eben auch nicht ausgleichen. Zur Abnutzung gesellen sich in Langzeitbeziehungen häufig Streitereien und Konflikte. So auch bei Doris. Trotzdem haderte sie mit der Entscheidung, sich von ihrem Mann zu trennen. Aus schlechtem Gewissen den drei Töchtern die vertraute Umgebung wegzunehmen. Es gibt sehr viele Frauen in meinem Alter, die eben das nicht gemacht haben. Und ich glaube, viele hätten es vielleicht, wenn sie ganz ehrlich zu sich selber sind, auch gern gemacht, weil sie in einer Beziehung leben, die absolut nicht konstruktiv ist, wo einfach Gewohnheit ist oder auch man sich gar nichts mehr zu sagen hat, aber auch eine große, große Abhängigkeit von ihrem Partner ist und man sich deshalb auch nicht traut, weil man diese Angst hat, was danach, wie weiter. Trotz anfänglicher Trauer sei die Scheidung für die gesamte Familie eine Erleichterung gewesen. Aufatmen. Der Druck, ausgelöst durch die permanente Missstimmung, sei weg. Dennoch hoffen die Mädchen, Mama und Papa würden wieder zusammenkommen. Sie waren sehr traurig. Und ich weiß auch an dem Tag, wo es dann wirklich so war, wir haben alle geheult. Alle fünf. Wie sagt es der Kind? Ich habe es gar nicht gesagt. Das hat meine Ex-Frau kommuniziert und ja, das ist sehr schwierig, um das zu kommunizieren. Ja, nein, das konnte ich nicht können. Ja. Warum nicht? Sind wir wieder beim Thema Schamgefühl? Wieder? Ja, man steht dann nicht als gleich guter Vater da, habe ich das Gefühl. Das ist das Zimmer von Lukas, unschwer zu sehen, von der Fußballliebli her, weil er ein begeisterter Fußballer ist. Ja. Sind die Buben überhaupt noch da? Nein, die Buben schlafen nicht mehr viel da. Sehr selten. Aber das Zimmer ist noch parat. Aber jetzt ist es halt etwas gross in dem Haus, das jetzt halt etwas leer wirkt. Ja. Ganz
Am Anfang musste ich vom einen Ort zum anderen Ort anrennen, weil ich es abends nicht geschafft habe, alleine da zu Hause. Dann hatte ich auch in meinem Bekanntenkreis dann auch wieder ein, zwei Personen, die ich dann auch anrufen konnte, ob ich vorbeigehen kann oder ob sie da vorbeikommen. Ist nicht gegangen, alleine. Also schmecken tut es wunderbar. Für Rolf eine wichtige Stütze, seine Nachbarin. Sie und ihr Mann sind Rolf stets zur Seite gestanden. Es ist nett. Danke. Anstoßen. Mhm. Prost. Das ist mir gut. Ja. Was haben Sie gebraucht in diesem Moment? Dass jemand da ist. Ich konnte dann mal anrufen. Ich weiss nicht, ob ich das noch magst erinnern. Ich habe gesagt, Doris, kannst du mal schnell vorbeikommen? Kann ich dich mal heben? Kann ich dich in den Arm nehmen? Stimmt. Das hat es gebraucht. Gut, und ich habe auch immer genau gewusst, wie dringlich dass es ist, ja, das dass stimmt. Ich bei dir aufkreuze. Ja. Die Situation und also wir haben wirklich Angst um dich gehabt. Aber Sie wollen noch mal eine Beziehung, eine Partnerin? Ich bin der festen Überzeugung, dass das wieder geht. Und bin auch der Überzeugung, dass man nicht geschaffen ist, um alleine zu sein. Sicher ein Lebensziel, ja, dass man nicht alleine bleibt. Und ja, durch das man in Zweisamkeit auch weiterhin leben kann und alt werden. Ja. Das gibt es immer noch als Traum. Ja, das kann es sicher noch geben, auf jeden Fall. Ja. Krisen, Verletzungen und der Wunsch, neu anzufangen. All das hat das Paar, das ich jetzt besuche, auch erlebt. Aber während sich andere getrennt haben, sind sie immer noch zusammen. Ist das Liebe oder vielleicht einfach Bequemlichkeit? Das finden wir jetzt raus. Hallo, Mona. Katharina. Mona, das freut mich, Katharina. Kasper, freut mich. Kommen wir rein. Danke vielmals. Katharina und Kaspar, Psychotherapeutin und Musiker. Sie verliebten sich als Teenager, es folgten Hochzeit und drei Kinder. Mittlerweile sind die beiden 30 Jahre ein Paar. Katharina und Kaspar, ihr habt euch eigentlich jetzt genau vor 30 Jahren das erste Mal datet. War es eine Leistung, mit dem Kaspar ein halbes Leben zusammen zu sein, Katharina? Es ist einfach ein Geschenk und ich bin vor allem dankbar. Mhm. Wenn ich an die Anfangszeit von uns denke, hat es immer so eine Faszination gegeben für ihn, also für dich. Und es, auf eine Art auch, was löst der in mir aus? Also so etwas, was ich denke, schon krass, was der in mir auslöst. Ja. Also so, was ich gar nicht so richtig verstanden habe. Ja. Und jetzt, 30 Jahre später, habt ihr die Faszination noch füreinander? Ja, ich finde es eine gute Frage. Ich habe mir das letzte Jahr überlegt. Ich finde, es ist für mich immer noch genau gleich. Du hast es super gesagt. Oder wie vielmals heisst es ja eben Pärchen und ja, die passen so perfekt zusammen. Das ist alles gleich. Und, ich spüre es eigentlich überhaupt nicht so. Also ein Teil. Und die Faszination kann ich nur unterschreiben. Mhm. Weil Katharina kommt so von einer anderen Welt eigentlich für mich. Und für mich ist es immer noch gleich vom Gefühl her, wie als ich 17 war. Ich finde, mich motiviert das auch. Das ist extrem frisch. Das ist schon immer noch da. Also das finde ich auf jeden Fall. Also. Und gleich hat es für euch den Moment gegeben, wo ihr einander betrogen habt. Seitensprünge, das hat es gegeben. Mhm. Warum? Tja, ich weiss. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich bin im Nachhinein immer schlauer. Also, sag mal, wie schlau sind wir jetzt? Sind wir jetzt schlauer? Ich weiß es nicht. Also, ich habe das Gefühl, wir haben uns einfach selber gesucht und wollen uns selber ausloten, sozusagen. Mhm. Unsere Grenzen kennenlernen. Und wir haben uns ja von jung nach mitteljung nach älter, mittelalt müssen entwickeln. Und das braucht recht viel Umbrüche und in dem Sinne haben wir uns zum Teil auch müssen neu erfinden. Mhm. Und das hat eben schon auch, so Seitensprünge dann wahrscheinlich auch mit verursacht.
würde ich jetzt mal so sagen, im Nachhinein. Wie bist du damit umgegangen, wo du vom Kasper... Hat er es dir überhaupt gesagt? Oder wie ist... Also, als ich das Gefühl hatte, du bist dir nicht mehr sicher, was du willst. Ich glaube, in dem Moment habe ich wie gemerkt, das heisst für mich, jetzt brauche ich wie einen Abstand. Und das hat uns dann beiden eigentlich geholfen, um uns wieder mehr zu finden. Also jeder sich selber. Und dann durch das hat man sich auch wieder annähern. Wie war es denn umgekehrt für dich, wo du erfahren hast, dass Katharina eine andere Beziehung hat? Mein Selbstmitleid war wahnsinnig gross. Und ich habe mir voll Kante gegeben, auf allen Ebenen, bis ich dann quasi zusammengeklappt bin. Rein physisch, psychisch. Wo mir dann der Doktor gesagt hat, nicht gut. Wirklich. Also ich meine, ich war dort in der Mitte 20 und das hat mich. Ja, es hat mich auch lupfen. Und das akzeptieren. Das akzeptieren war mega schwierig für mich. Und das hat dann aber auch wieder die andere Seite gebraucht, die auch offen war, mit mir über das zu schnurren und zu diskutieren. Und die Auseinandersetzung ist recht lang gegangen. Und die ist auch nachher noch. Das hat sich hingezogen. Ganz viele trennen sich in so einem Moment. Ja. Ihr habt euch nicht getrennt. Ja. Warum? Das ist eine gute Frage. Also man kann sagen, es ist manchmal auch fast wie ein Wunder. Also wenn man denkt, dass man sich alles zugemutet hat: Verletzung und Trauer und Wut und so. Und ich erinnere mich auch mal, an nächtliche Diskussionen, Schlafentzug und zermürbende Gespräche und jetzt nochmal wälzen und nochmal essen. Und das kann man vielleicht so um die 30, aber wenn dann eben noch Kinder da sind, wird das alles viel schwieriger. Also von dort her kann man sagen, das hat uns sicher auch geholfen, um eben uns nicht zu trennen, dass wir uns so auf die Auseinandersetzung eingelassen haben und die Diskussionen. Und immer wieder auch so gemerkt haben, eben, man will das eigentlich nicht zerstören. Und das hat dann auch immer wieder Kraft gegeben, sozusagen. Als ich da hingelaufen bin, habe ich gesagt, dass ich jetzt ein Paar treffe, wo all die Verletzungen schon erlebt hat, die Krise überstanden hat, 30 Jahre, sie sind immer noch zusammen. Was ist das? Ist es Liebe oder ist es Bequemlichkeit? Und nachdem ich euch jetzt aber getroffen habe, habe ich das Gefühl, lang zusammen sein, ist eigentlich das Gegenteil von Bequemlichkeit. Das ist jetzt schön, dass du das sagst. Das ist wirklich ein gutes Votum, weil das glaube ich echt auch. Bequem könnte man schon sogar sagen. Es hat etwas Komfortables auch, aber eben nicht nur, oder? Es ist wie beides. Also es ist schon mega cool, dass man einfach so auf das sich auch abstützen. Also das ist eben nicht nur einfach so, kann man sich wirklich, sondern ja, man kann sich eben wirklich abstützen. Und das neben dem, dass es Arbeit ist. Also als Paar im mittleren Lebensalter, 3 Kinder, beide beruflich extrem engagiert. Was sind eure Themen, die euch am meisten beschäftigen? Ja, weil wir es arbeiten, in diesem dichten Alltag sozusagen schöne, auch entspannte Momente zusammen zu kreieren. Also das ist sicher eine der Herausforderungen. Und natürlich haben wir auch eine extreme Effizienz, würde ich jetzt mal sagen, entwickelt, wie wir in kürzerer Zeit schon näher kommen können. Also wir sind auch toleranter gegenüber dem. Was heisst das? Wie kann ich jetzt da, deine Augen so im Sinn von. Man muss nicht mehr einen halben Tag kuscheln, bevor man miteinander ins Bett kann. Genau. Oder? Also. Dass man auch, sagen wir mal, eine halbe Stunde sehr gut gestalten kann und das auch sehr ernst, wenn man es ernst nimmt. Ja. Es gibt ein paar, die trennen sich nach Krisen. Es gibt aber auch andere paar, die entscheiden sich für ein neues Beziehungsmodell. Für eine polyamoröse Beziehung mit mehreren Menschen. Kommt da für eure Frage? Und also grundsätzlich gibt es ja die Form. Und wenn es die Form braucht, dann kann ich mir das vorstellen. Aber in unserer Beziehung, so jetzt, im Ist-Zustand jetzt, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Weil ich gar nicht an das denke. Weil ihr euch in dem Sinn genug seid, kann man das sagen? Genug gut, also ja. Das ist sicher ein wesentliches Wort, würde ich jetzt sagen. Ja. Good enough, oder? Ohne das, eben, das klingt jetzt so komisch, aber ich finde, in der heutigen Welt geht es ja immer wieder darum, was ist denn, eben, ich will noch mehr, ich will noch dieses, ich will 700 Joghurt posten im Migros. Und es ist auch so,
eben alle möglichen Optionen. Und von dort her, das Good Enough ist fast so ein bisschen unspektakulär, uncool. Und ich finde, das hat einen extremen Wert, also für mich jetzt, das Good ja, Enough. Das ist Good Enough, ja. Das ist das Beste, finde ich, was man zu dem sagen kann. Beim Sensual Speed Dating für Polyamore kommt man sich unterdessen tanzend näher. Die meisten hier sind monogam in ihr Beziehungsleben gestartet. Sie kennen die Tücken einer Zweierbeziehung, die Abnutzung, Routine. Es passieren Seitensprünge und das nicht zu knapp. Die Partnerschaft öffnen und mehrere Verbindungen gleichzeitig eingehen. Macht dieses Beziehungsmodell glücklicher? Mein Fazit ist, dass die meisten Menschen schlicht und einfach nicht die Beziehungskompetenz haben oder ihre Kernbeziehung schon beweisen, um wirklich eine Öffnung zu machen. Weil es braucht noch mehr Kommunikation, es braucht noch mehr Investition, es braucht noch mehr Abstimmung, es braucht auch, es klingt vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen romantisch, es braucht noch mehr Liebe im Sinne von einer Grosszügigkeit, von einem Vergeben können, von einem Aushalten können, auch von vielen schwierigen Momenten. Und die fliehen wollen aus diesen Kernbeziehungen, die beweisen das oft dort schon zu wenig. Genau, dann kannst du die Augen unter der Binde noch zulassen und die Binde einfach so über den Kopf ziehen, wie kommen sie. Sammeln sie ein. Genau, bitte halten sie doch abziehen und entgegenstrecken. Deine Augen wieder ans Licht langsam zu gewöhnen mit geschlossenen Lidern. Und dann darfst du jetzt deine Augen wieder öffnen. Wie tief kannst du dich einlassen auf diese Begegnung? Es ist die letzte Runde. Nun dürfen sich die Frauen und Männer zum ersten Mal in die Augen schauen. Auch Monika ist offen für neue Bekanntschaften. Die dreifache Mutter ist seit gut 20 Jahren polyamor unterwegs. Sie nimmt gemeinsam mit Ehemann Chris an diesem Anlass teil. Wie die beiden lieben, das sehen wir gleich am Anschluss des Datings. Das war die letzte Begegnung von heute Abend. Ihr habt es geschafft. Mit wem hat es tatsächlich gematcht? Die genaue Auswertung wird per Mail nachgeliefert. Total zum Teil überrascht, wie tief es das gehen kann. Obwohl man es ja irgendwie kennt, so Berührungen und Austausch. Aber das ist so tief. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin verwirrt, total verwirrt, aber auf eine positive Art und Weise. Erfrischend, die Sinnlichkeit, die reine Sinnlichkeit in zu gehen empfunden. Und mega Dankbarkeit euch gegenüber, dass ihr den Raum geschaffen habt. Ich bin jetzt unterwegs zu Monika und Chris. Die beiden haben wir auch schon beim Speed-Dating kennengelernt. Und sie haben sich als Paar entschieden, dass sie polyamorös leben wollen. Und ich bin besonders gespannt darauf, was das für sie als Familie bedeutet, vor allem auch für ihre drei Kinder. Chris, freue mich sehr. Monika, freut mich. Ah, das sind die Kinder. Mona. Freut mich. Hallo miteinander. Darf ich einfach rein? Also, ich habe Monika und Chris, technische Redaktorin und Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Als Teenager verliebt, später geheiratet, drei Kinder, mittlerweile seit 31 Jahren ein Paar. Die erste Frage, die mir alle gestellt haben, und ich gesagt habe, ich lerne eine Familie, ein Paar kennen, das polyamorös lebt. Ja, wie viele haben denn die noch nebenzu? Starten wir gerade voll. Voll.
Genau, bei mir ist es so, ich habe zwei weitere Beziehungen. Eine, die ungefähr seit gut 10 Jahren ist. Mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv. Und bin gerade seit 3 Monaten bis über beide Ohren frisch verliebt. Also, ja, das ist aktuell bei mir der Stand. Ja. Mhm. Ich habe 3 Freundinnen. Eine, die ein bisschen weiter weg wohnt. Ich wohne 300 Kilometer entfernt. Und mit ihr bin ich schon seit 2,5 Jahren zusammen. Und dann habe ich zwei ein bisschen frischere Beziehungen mit zwei Frauen aus der Zentralschweiz. Ja, also da kommt doch schon einiges zusammen. Mhm. Wie hat es denn angefangen? Ihr kennt euch ja eben auch schon, seit ihr Teenager sind. Mhm. Mhm. Mit 18 haben wir uns kennengelernt und sind auch die ersten Partner gegenseitig für uns beide. Und das war am Anfang natürlich gar kein Thema, aber so nach 4-5 Jahren haben wir beide gemerkt, es gibt noch so viele interessante Leute und so ein bisschen Lust auf fremde Haut bekommen. Oder? Und wir haben gemerkt, ja, wir wollen eigentlich zusammenbleiben. Mhm. Aber wir haben uns dann überlegt, was für Möglichkeiten es so gibt. Wir haben uns geliebt, wir haben uns unglaublich gerne. Und dann sich zu trennen, um andere Erfahrungen zu machen, das ist irgendwie völlig schräg. Das hat irgendwie überhaupt nicht gestimmt. Sind wir dort auf die Idee gekommen, miteinander fremd zu gehen. Am Anfang war es wirklich auch körperlich. Also es ging wirklich darum, fremde Haut zu spüren. Aber das hat sich dann stark verändert mit der Zeit. Ja. Mhm. Weil wir einfach gemerkt haben, das ist für uns zumindest, das mag für andere wieder anders sein, ist es zu wenig. Also es ist zu oberflächlich vielleicht auch. In diesem Zeitraum haben wir sehr, sehr viel miteinander geredet. Was passiert jetzt mit mir? Weil da ist jetzt empfinde ich etwas anderes als vorher, wo es nur ums Körperliche gegangen ist. Und dann haben wir uns wieder abstimmen, wie stimmt das eigentlich? Und wir haben damals gar nicht gewusst, dass es so einen Begriff wie Polyamorie gibt. Ja, das ist ja doch schon jetzt ein Zeitchen her. Ja. Als was habt ihr es denn definiert, was ihr habt? Es war einfach unser Weg. Es ist einfach, wir haben es so gar nicht definiert als irgendetwas. Wir haben erst viel, viel später den Begriff kennengelernt und noch viel später, eigentlich noch gar nicht so lange her, erst vor ein paar Jahren, gesehen, dass es noch andere gibt, die auch so leben. Dass es eine Community quasi gibt. Ja. Was? Es gibt noch andere Freaks. Und, ja, also, also ihr habt euch ein bisschen als Freak gesehen? Schon ein bisschen, ja. Weil die Gesellschaft das einfach nicht... Man redet nicht darüber. Oder, es ist kein übliches Konzept, sagen wir es so. Mhm. Oder, die üblichen Konzepte sind Monogamie oder dann halt eben das Fremdgehen. Und das wird toleriert, über das redet man, das weiss man. Aber jetzt diese Formen so, dass... kennt man bisher ja noch nicht so. Also, ja. Gibt es Sachen, wo ihr sagt, bis dort an und nicht weiter? Oder wann sind eure Grenzen erreicht? Also zum Beispiel ganz klar, das Thema ist, Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person ohne Kondom, das geht nicht. Das geht gar nicht, ja. Das ist eine ganz klare Grenze. Mhm. Ja, genau. Es war auch eine zeitlange Grenze, wenn jemand hier kommt und ich bin weg, was passiert denn da daheim, oder? Also ist zum Beispiel das Ehebett ein Tabubereich mit einem anderen Partner ist oder mit? Ja, nicht mehr so. Also. Das ist auch schon gewesen, wo man, das sind zum Beispiel so Sachen, wo man, was man im Voraus denkt, ja, es ist in Ordnung, wo man dann nachher merkt, es ist irgendwie doch ein bisschen komisch, genau. Ja, genau. Und dort haben wir am Anfang gesagt, ja, man, das ist überhaupt kein Thema, es ist einfach. Und dann habe ich nachher gemerkt, nein, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Oder auch das Thema ist, mit jemandem Hand in Hand in der Öffentlichkeit rumlaufen, also außerhalb unserer Beziehung. Ja. Oder? Wie macht man das? Was ist, wenn uns jemand sieht? Ja. Also das sind alles so Themen, wo man dann wirklich muss darüber reden. Wie macht man das? Oder? Ja. Das ist also bis vor eigentlich einem Jahr, wo wir das eigentlich kein gehalten haben, haben wir das definitiv nicht gemacht. Außer man ist irgendwo weiter weg gewesen. Also wenn wir irgendwo in München oder in Hamburg, wo ich war, dort war das kein Thema. Aber hier in Luzern, in Bock oder so, dass man, haben wir ganz klar gesagt, kommt das nicht. Ja, aber es hat auch ganz fest damit zu tun mit den Kindern. Oder? Wir haben ja 3 Kinder und ich wollte auf keinen Fall, dass quasi Eltern von Schulgespendli das sehen und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen und dann quasi auf der Kinderebene das ausgetragen wird. Also dass dann deine Mutter geht fremd. Genau. So, oder? Und sie dann irgendwie weiss, oh nein, ich habe das schon mal gehört und dann trennen sich die Eltern und eine Aufregung passiert für etwas, das überhaupt kein Thema ist bei uns. Also, und eigentlich war das auch der Grund, warum wir die letzten fast 25 Jahre nichts gesagt haben. Weil wir einfach wollen, dass Kinder ein stabiles Umfeld haben und
nicht irgendwelche Einflüsse von außen dann rein, ja, interpretiert werden, die gar nicht sind. Oder? Jetzt meistens ist es so, dass man so als Teenager gar nicht wissen will, dass die Eltern überhaupt ein Sexualleben haben, grundsätzlich. Wie war das bei dir, wo sie euch denn das auch gesagt haben? Ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm zu wissen, dass sie noch miteinander oder noch andere Partner haben. Das ist voll okay. Kennst du die? Die anderen Partner? Ich glaube, ich habe ein paar kennengelernt, aber nicht gewusst. Also ich dachte, ja, Kollegen von den Eltern. Aber jetzt von denen, die jetzt sind, glaube ich nicht. Oder zumindest nicht bewusst. Mhm. Ja. Das ist für die Kinder, das sind einfach sind Kollegen von uns, oder? Ja. Die sind auch da gewesen, wir haben schöne Übungen gehabt, zusammen gegessen, etwas unternommen. Aber das sind einfach Kollegen gewesen. Mhm. Ja. Mhm. So, soll ich das sagen wegen London jetzt? Ja. Ja. Also eins, wo wir ja, jetzt dann mache mit einer Freundin zusammen einen Städtereis und da kommt die Tochter von der Freundin und Tia kommen da mit. Aha. Und das so haben wir noch nie gemacht. Und das wird auch ja, ein spannendes Experiment, ich sage es mal so. Ja. Willst du seine Partnerinnen kennen? Und unbedingt. Unbedingt. Ja. Warum? Also ich kenne sie auch alle. Ja. Das ist mir extrem wichtig, weil es ist ja jemand, der ihm wichtig ist. Und dann möchte ich wissen, wer das ist. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es nie Krach gibt. Eifersucht. Eifersucht? Nein, Eifersucht nicht. Aber es hat so ein Angleichen gebraucht. Oder? Es ist ja auch eine Zeitfrage, wenn man noch einen anderen Partner hat. Wie manage ich meine Zeit? Oder? Und wo bin ich mehr? Oder? Das ist schwierig. Und, aber es hat auch ganz auf der Gefühlsebene ganz, ganz viele Diskussionen gegeben. Und es hat auch Tränen gegeben. Also das ist definitiv so. Das war wirklich ein Prozess gewesen. Einer hat den vielleicht ein bisschen zurückstecken, dann der andere. Aber wir sind immer in einem guten Gespräch gewesen. Und das ist wirklich wertvoll. Mhm. Mhm. Ist Monogamie etwas Unnatürliches für Menschen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Mensch von Natur her nicht monogam ist. Das heisst aber nicht, dass man nicht monogam leben kann. Mhm. Also ein Paar, das 50 Jahre lang monogam lebt und glücklich damit ist, höchster Respekt, super, toll. Die zwei müssen eine Form finden miteinander, wo sie miteinander glücklich sind. Aber dann so Statistiken zu hören, dass 70% der Leute mit dem Gedanken fremdgehen spielen und fast 50% schon mal fremdgegangen sind und das heimlich. Und dann, wenn sie dann das heimlich machen, dann hat dann auch irgendwie schlechtes Gewissen oder weiss nicht was. Dann ist mir die Beziehungsform, die wir miteinander haben, viel besser. Also, ja, es geht eben das Thema von der Mitfreude. Dass ich mich darüber freue, wenn sie es gut hat. Oder wenn sie wieder frisch verliebt ist, wie jetzt. Genau. Oder? Genau. Ich weiß nicht, wo sie das erste Mal mehrere Tage bei ihm war und nach der zurückgekommen ist, haben sie am Flughafen Kloten abgeholt. Und da ist sie um die Ecke und sie hat geleuchtet. Also der ganze Raum hat goldig aufgeleuchtet, als sie um die Ecke gekommen ist. Und da habe ich einfach so mega für sie gefreut. Ja. Aber ich denke, ja. Ich kann einfach ich sein und das genieße ich. Es fühlt sich gut an, ja. Mhm. Ja. Die Liebe, die ist da und die ist sehr stark zwischen uns beiden. Ja. Den Mut haben, um das Leben so zu leben, wie es für einen selber eben stimmt, damit man sich später nicht vorwerfen muss, man das Wesentliche verpasst. Und das bringt uns zu unserer nächsten Sendung, Reporter Spezial. Da geht es um das Leben im Alter. Ist es eine Idee, dass wir unsere Pflegebedürftigen ins Ausland exportieren, z.B. nach Ungarn? Das werden wir klären in der nächsten Sendung, am nächsten Sonntag.